persönlich noch nicht drauf, wie ich dich kenne, möchtest du auch gerne mal begrüßen? Ich würde vor allem Danke sagen. Einige von euch kenne ich ja persönlich, viele von euch habe ich schon da oder dort einmal treffen und besuchen dürfen und ich bin euch wirklich sehr dankbar. Ich weiß, es war eine anstrengende und intensive Zeit im Gemeindebund und insofern danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, ein bisschen länger zu bleiben. Danke auch Hermann und an dich, Herr Präsident, für die Einladung zu diesem Zusammentreffen. Es war mir einfach ein Anliegen, wenn auch nicht in der Funktion als Bundeskanzler, trotzdem mit euch zusammen zu treffen, euch auch Danke zu sagen für all die Unterstützung, die ich bisher erleben durfte und euch natürlich auch zu bitten, dass wir die nächsten Monate ordentlich zusammenhelfen und versuchen, dass der 29. September ein guter wird. Ich glaube, der Hermann, aber auch der Sigi, alle haben es schon zu Recht gesagt, wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn die Gemeindevertreter ordentlich Gas geben, dann kann nichts schief gehen. Das heißt nicht, dass ich mich zurücklehnen möchte, aber wenn ich eure Unterstützung habe, dann habe ich sehr großes Vertrauen, dass der 29. September gut wird. Das war der Ede aus dem Platz. Ist er da? Na schau, hast du heute wieder eine kurze Lederhose? Ja. Was glaubst du? Ja. Mario hat damals ab Mai jeden Tag kurz getragen. Ist normal. Und das waren ein paar kalte Tage. Es war zu kalte Tage. Im Moment ist es nicht so schwierig, aber damals haben wir manchmal mit dir mitgelitten. Mario, Christoph Ehm, ist der noch aus Vöckerbruck auch noch da? War vorher da, hat mir auch gezeigt, er läuft auch in der kurzen Szene herum, macht jetzt bis zur Wahl. Sind auch viele Menschen auch hier extra hergekommen, der Moritz Moser zum Beispiel, Moritz, bist du? Moritz ist direkt von der Volleyballturnier aus der Schule gekommen, haben sie noch schnell qualifiziert. Jetzt hat Anderberg, wie sie ohne nicht gewinnen, weiß ich nicht. Aber mir war wichtiger, hier zu Sebastian zu kommen. Die Susi Zimmermann ist da mit ihrer Familie, ihr Mann hat extra für Lisa angezogen, zum Thema Farben bekennen. Wie sehr erlebst du das in den letzten Tagen auf der Natur durch Österreich, oder du warst in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, gestern in Kärnten, diesen Zuspruch, was erzählt dir denn? Ja, also ich bin extrem dankbar. Ich habe das ja mit der Juliane alles live miterlebt und wie ihr euch vorstellen könnt, das war schon ein sehr komisches Wechselbad der Gefühle. Zuerst das Ibiza-Video, dann der Auftrag des Bundespräsidenten, der Übergangsminister auszuwählen, dann die Bildung der Übergangsregierung, dann das großartige Ergebnis der Europawahl, dann danach auf einmal dieses 7-2-Interview, ich ärgere mich bis heute, wir haben das beste Ergebnis bei einer Europawahl eingefahren aller Zeiten und ich konnte es nicht feiern, ich bin um 3:10 aus der Bundespartei aufgebrochen und vorher noch mit den Ministern gesprochen und dann hat unsere Minister gesagt, ich gehe davon aus, die werden mich morgen abwählen, aber seid so gut, bleibt sie im Amt, bleibt dem Bundespräsidenten auch zur Verfügung stehen. Wir wollen das nicht so machen wie die Blauen, dass wir uns da zurückziehen und sagen, jetzt wollen wir maximales Chaos anrichten, sondern wir wollen das ordentlich machen und für Stabilität sorgen. Und die Minister waren so nett und haben dem zugestimmt, dann gehe ich raus und dann sagt ein Kollege von mir, naja, aber wir sehen nach dem Ergebnis, die wählen dich sicher nicht ab. Und ich habe gesagt, naja, denk morgen an mich, die werden das schon durchziehen. Und dann fahre ich heim, ärgere mich noch, dass ich unseren Wahlerfolg nicht feiern kann. Drehe sich zwei auf und sehe dann das Handy Wagner-Interview, wo sie sagt, jetzt sagt die Ergebnis, haben sie sich entschieden, sie wählen gleich die ganze Bundesregierung ab. Und insofern war das natürlich ein Wechselbad der Gefühle und eine etwas auch skurrile Zeit und auch eine gewisse Umstellung. Ich bin irrsinnig dankbar in den letzten Wochen für all die Unterstützung, die wir erleben dürfen, wenn wir unterwegs sind, wie viele Menschen uns dazu zureden, sagen, sie wählen uns. Ich habe nur eine große Bitte an euch. Und zwar, dass wir das in Demut annehmen und uns nicht zu siegessicher sind. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung in Kärnten. Natürlich war es schön, dass da so viele waren wie noch nie. Natürlich war es schön, dass die Stimmung gut war. Und jedes Mal, wenn irgendwer gesagt hat, Nationalratswahl war der nächste Satz, wir gewinnen sowieso und alle haben applaudiert. Und ich war der Einzige, der sich nicht darüber gefreut hat, weil ich die große Sorge habe, dass das der falsche Zugang ist. Und daher ist meine Bitte an euch, sind wir demütig, sind wir dankbar für die Unterstützung, aber nehmen wir die Dinge nicht auf die leichte Schulter. Zum Ersten haben wir beim Wolfgang Schüssel schon einmal erlebt, wie das ist, dass auf einmal eine Wahl ganz anders ausgeht, als man sich das irgendwie nur vorstellen kann. Und zum Zweiten, und das macht mir fast noch mehr Sorge, natürlich ist die Ausgangssituation so, dass es darauf hindeutet, dass wir Erster werden sollten.
Aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass Erster sein nicht unbedingt ausreicht. Wir waren Erster bei der letzten Nationalratswahl, wir sind in Umfragen sogar noch geschieden und die Abstimmung im Parlament war so, wie sie war. Und ich garantiere euch, auch wenn es vielleicht keine rot-blaue Koalition nach einer Wahl geben kann, aber eins garantiere ich euch, wenn es eine Mehrheit gegen uns gibt, dann wird die genutzt werden. Und insofern geht es bei der Wahl nicht nur darum, Erster zu werden, sondern es geht darum, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt und da wir uns auch nicht anstrengen müssen. Also bei allen Wunsch der Frauenförderung, aber da müssen wir glaube ich auch noch vorankommen, was das Miteinander in manchen Familien betrifft, weil ich das Gefühl habe, die Männer können es manchmal nicht richtig machen. Ich habe jetzt jahrelang daheim gehört, wie liebst du das, du bist viel zu wenig daheim am Wochenende auch und da schon wieder und Deutsch wieder. Eine sehr großzügige und tolerante Freundin, aber es war immer ein latentes Thema und als Bundeskanzler ist es nicht weniger geworden. Und nach Wochen des Chaos, wo ich sehr dankbar bin, dass mich meine Freundin auch so großartig unterstützt hat und da auch eben mitgelitten und mitgefiebert hat, habe ich mir dann einen Tag freigenommen, genau am Tag der Angelobung der neuen Regierung. Ein paar Wandern, zwei Freunde zum Essen eingeladen, daheim wird was gekocht, gemeinsam gegessen, dass meine Freundin von der Arbeit heimkommt, was ich furchtbar begeistert, aber das ist ja schon lange immer passiert, und hat gesagt, du bist zu Hause, wenn ich heimkomme. Und da habe ich irgendwie noch vorsichtig Ja drauf gesagt, und sie hat mich dann sehr entgeistert angeschaut und gemeint, bist du jetzt immer daheim, wenn ich heimkomme? Und da habe ich gemerkt, auch wenn sie manchmal geklagt hat in den letzten Jahren, aber es ist wahrscheinlich doch so besser, wie es früher war. Ja, ja. In den nächsten Wochen und Monaten durch bis zum 29. wirst du etwas weniger zu Hause sein. Was ist das, was du jetzt gerade hörst bei den Menschen? Was ist das der meistgestellte Satz, die Frage an dich in den Bundesländern? Also das meiste ist eigentlich sehr positiv. Ich glaube, viele Menschen, die sich wünschen, dass der Kurs fortgesetzt wird, eine konsequente Linie bei der Zuwanderung, der Kampf für die Senkung der Steuerlast, auch endlich ein Ende der Schuldenpolitik, wie sie auch in vielen Gemeinden und Bundesländern versucht und gelebt wird, das auch einmal auf Bundesebene zusammenzubringen. Also da gibt es sehr viel Zuspruch. Da gibt es, glaube ich, Zukunftsthemen, denen wir uns annehmen müssen und auch annehmen wollen, von der Pflege bis hin zum Klimawandel. Und darüber hinaus ist aber meine große Bitte, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht all dem auf den Leim gehen, was da jetzt gerade kommt. Was ich in den Medien derzeit miterlebe, an Vorwürfen gegen uns, die haltloser nicht sein können, was wir miterleben, an Anpassversuchen, wo es mittlerweile so weit geht, dass rechtskonformes Verhalten schon dargestellt wird, als wäre es ein Skandal. Was ich höre an Gerüchten, ja, letztens Klassentreffen gehabt aus meiner alten Schule, 15 Jahre Maturatreffen, sogar bei mir schon ein Zettel her mittlerweile, trinkt man was gemeinsam, sind unterschiedliche politische Herkunft, aber die meisten, weil wir heute Freunde sind, dann könnte man mich wegen die trotzdem auch mit sonst woanders stehen. Und dann nach dem zweiten oder dritten Bier kommt jeder Zweite aus meiner Klasse her und sagt, du, also ich unterstütze dich eher, aber was ich da letztens gehört habe über dich, ja, was da erzählt wird über dich, dann ist einer meiner langjährigsten Freunde hergekommen aus Schulzeit und sagt, du, wir waren doch so viel ausgemeinsam und wir kennen uns zusammen. Jetzt haben sie mir alle gesagt, du bist schwul, bist du das erst vorne oder warst du das vorne schon? Also es ist unglaublich, was da teilweise versucht wird. Und insofern ist einfach meine große Bitte, dass ihr da auch vor Ort dagegen haltet, weil was klar ist, sie werden es jetzt nicht
durch die Auseinandersetzung in den Themen drehen. Und sie werden auch wahrscheinlich nicht im Fernsehduell vor der Wahl auf einmal den Umschwung schaffen, dass jetzt doch die SPÖ erster wird und wir nicht. Das Einzige, was sie tun können, ist versuchen, uns irgendwo anzupatzen, schlecht zu machen, Verschwörungstheorien zu streuen oder sonstiges. Und darum meine große Bitte, egal ob das jetzt gefälschte E-Mails sind, die von uns verbreitet werden, die ich nie im Leben geschrieben habe und wo ich mich wundere, wie technisch solche Dinge schon möglich sind, ob das andere Geschichten sind, die ins Private hineingehen und, und. Meine große Bitte ist, halten wir da ordentlich dagegen, weil ich habe im letzten Wahlkampf schon einiges mit euch erleben müssen. Wir haben bei Wolfgang Schüssel erlebt, die Pflegerin, die Illegale, wo man nachher draufgekommen ist, dass es eine Schauspielerin war und dass es die gar nicht gab. Und wir werden diesmal auch sicherlich noch einiges erleben. Und daher meine große Bitte, halten wir da vor Ort dagegen, weil mit einem sauberen Wahlkampf werden es wahrscheinlich nicht alle annehmen, fürchte ich. Gibt es vielleicht einige Ideen, Anmerkungen, Feedback, an der Ding bitte einfach bei Hans-Heinz melden. Der Vincent ist bei uns hier im Publikum unterwegs. Wer eine Frage hat, dann stellen Sie die jetzt. Sonst machen wir mal das. Patrick hat vorher eine Frage gehabt. Möchtest du noch oder möchtest du es mal gerne fragen? Du möchtest gerne. Vincent, vielleicht in der Mitte durch. Patrick, genau. Mit einer Freundin habe ich auch schon telefoniert, die warum ich noch nicht mitkommen konnte. Du hast vergessen, sie einzuladen, gell? Ist gerade noch in der Arbeit und fahrt jetzt auch noch alles was mich persönlich natürlich irritiert, weil ich muss ja besser den wunderschönen Steiermark bleiben. Okay, deine Frage an den Sebastian wäre? Ja, einige Parteien im Parlament haben den Ansatz, die Sozialpartnerschaft abschaffen zu wollen. Zumindest wird das dort und da kolportiert. Jetzt würde ich fragen, lieber Sebastian, wie du dazu stehst. Wirtschaftskammern, sie sind ganz wichtig und in Österreich vertreten ja alle Unternehmen. Und hier ging es auch um diese obligatorische Mitgliedschaft. Die wird teilweise auch hinterfragt. Ja, weil diese Industrie ist ganz wichtig, in der Steiermark auch sehr gut vertreten, aber gerade für die kleinen Unternehmer ist es wichtig, dass sie eine starke Stimme haben. Ich war auch international unterwegs und gehe in einige Länder, wo die Wirtschaftskammer nur freiwillig erlaubt ist, funktionieren und das funktioniert ja nicht überall. Jetzt wollte ich fragen, wie stehst du dazu? Also, meine Linie zur Sozialpartnerschaft hat sich nicht geändert. Ich finde, die Sozialpartnerschaft hat ihre Verdienste in Österreich. Sie hat auch ihre Aufgaben von Kollektivvertragsverhandlungen angefangen über vieles mehr. Und das ist auch wichtig, dass die Aufgabe wahrgenommen wird. Wogegen ich mich immer verwehrt habe und auch da werde ich mich nicht ändern, ist, dass die Sozialpartnerschaft eine Schattenregierung ist oder sogar das Regieren in Österreich übernimmt. Ich glaube, jeder hat seine Aufgabe und jeder sollte die bestmöglich erfüllen. Und die Regierung hat schon die Pflicht, Stichwort Arbeitszeitflexibilisierung und andere Themen, wenn die Sozialpartnerschaft es nicht schafft, sich zu einigen, eine Entscheidung zu treffen. Weil das Schlechteste ist, wenn man sagt, wir haben keine Einigung, dann machen wir gar nichts. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich in diesem Jahrhundert international im Wettbewerb nur noch sehr schwer leisten kann. Und insofern, die Sozialpartnerschaft hat ihre Berechtigung, wird auch nicht in Frage gestellt, aber sie hat auch ihre Grenzen. Stimmung sind keine Stimmen. Und von den Wahlen, die du gesagt hast, und der Strippert ist die Bauern im Hof und Sandbein. Danke. Schöne Motivation. Gerne. Ja. Gibt es noch eine Frage? Hier in der Mitte, bitte. Da in der Mitte. Und da noch einmal mit der Lederhose. Genau. Bleibt ja mit der Lederhose stehen. Gottfried Heinz, Sieber aus Zahnhausen und Bürgermeister. Ich habe keine Frage, nur eine Bitte. Wir haben es gemerkt bei der EU-Wahl, wie stark die Grünen zugelegt haben. Wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit gehabt bei unserem Gemeindetag. Und ich glaube, dass für viele junge Menschen in Österreich eben ja, die Nachhaltigkeit und das grüne Denken und die Umwelt sehr wichtig ist. Und dass man, ich glaube, dir eher glaubt, dass du für Umwelt eintrittst, als für Walter Kogler und du mit der Jugend mit diesem Thema viele, viele Stimmen gewinnen kannst. Und das wäre meine Bitte, wirklich da starke Akzente zu setzen in all den wichtigen Themen. Wir werden uns zur Möglichkeit
bisschen besser müssen wir noch lernen, es zu vermarkten. Die Elli Köstinger hat in den letzten eineinhalb Jahren viel auf den Weg gebracht. Wir sind, ich habe heute ein Interview dazu geben dürfen, bei den erneuerbaren Energien bei 84%. Wir werden das bis zum Jahr 2030 auf 100% steigern können. Absolute internationale Spitze. Am Tag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, darum ist es ein bisschen auch untergegangen, leider Gottes, haben wir das letzte Kohlekraftwerk in Österreich zugedreht. Das ist eines der ersten Länder weltweit, das aus Kohle ausgestiegen ist. Ich werde jetzt am Montag noch ein paar Ideen zum Bereich Klima- und Umweltschutz präsentieren. Meine Bitte ist nur, verstecken wir da uns auch nicht, vermarkten wir das ordentlich, erklären wir das auch, denn ich glaube, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Ich hätte gerne gewusst, wie es mit den Kompetenzen der Gemeinden in Zukunft aussieht. Bund, Länder, glaube ich, sind sehr gut im Gespräch. Wie sieht es mit den Gemeinden aus? Ich denke hier vor allem an die Grundsteuer. Ich denke daran, wie die Infrastruktur in den Gemeinden tatsächlich ausgebaut und umgesetzt werden kann, auch im Digitalisierungsbereich. Hier hätte ich sehr großen Bedarf in unserer Gemeinde. Ich komme aus der Gemeinde St. Michael in Obersteiermark. Derzeit ermittelt noch immer angeblich die Staatsanwaltschaft, was die Abgaben anbelangt. Also hier wäre wirklich auch in der Effizienz einiges zu tun. Und ich glaube, die Digitalisierung wäre hier eine Möglichkeit. Ich würde sehr darum bitten, dass wir Gemeinden stärken, auch von Bundesseite her gesehen, um hier wirklich auch voranzukommen in der Zukunft. Euer Präsident und ich sind da in einem intensiven Austausch und haben, glaube ich, auch einiges schon in die richtige Richtung gemeinsam bewegen können. Ich bin ein absoluter Verfechter der Subsidiarität. Ja, ich sage, das ist immer auf europäischer Ebene, aber es gilt natürlich genauso für Österreich. Ja, also was vor Ort entschieden werden kann, soll vor Ort entschieden werden. Der Bund hat so viel an Kompetenzen, dass es überhaupt nicht notwendig ist, dann noch weitere Kompetenzen an den Bund zu ziehen. Was es aber, glaube ich, braucht, ist eine klarere Aufgabentrennung. Ja? Von Kinderbetreuung bis Pflege sind zu viele Bereiche entstanden, wo irgendwie alle für alles zuständig sind. Und das ist problematisch. Und insofern ein klares Ja zu mehr Kompetenz für die Gemeinden, weil es richtig ist, weil es aber auch für uns im Bund angenehm ist. Es ist total schwierig, Themen auf Bundesebene zu entscheiden, die in Tirol anders wahrgenommen werden als in Niederösterreich oder vielleicht in der südlichen Steiermark. Und zum Zweiten aber eine klarere Kompetenzverteilung, damit die Zahl der Themen, wo alle gleichzeitig für ein und dasselbe Thema zuständig sind, ein bisschen geringer wird, weil das ist meistens relativ kompliziert und nicht im Sinne der Sache. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.